Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit. In meinem heutigen Video ein VW T6 Bus, wo eine Getriebesperre und eine Viper-Alarmanlage eingebaut haben. Ich möchte euch mal zeigen, wie man so ein Fahrzeug optimal absichert. Den Dieben wird es momentan aber auch wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Erstmal Wegfall der Grenzkontrollen im Schengen-Raum, kaum Polizei auf den Straßen. Und natürlich bekommen die Diebe immer bessere Werkzeuge an die Hand, solche Schlüssel nachzumachen über den komfortablen Zugang der Onboard-Diagnose, ein weltweiter Standard, den alle Fahrzeuge haben. Lässt es sich relativ einfach realisieren, die Wegfahrsperre und die werkseitige Alarmanlage zu deaktivieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr euch eine zusätzliche Wegfahrsperre einbaut in das Fahrzeug. Und wenn ihr eine Alarmanlage einbaut, darauf achten, dass die eine Wechselkodierung haben, sogenanntes Code-Hopping. Dann kann man diese Frequenzen nämlich nicht abfischen. Mit den werkseitigen Schlüsselhandsendern ist halt immer die Gefahr, dass ein Schlüssel schon mal nachgemacht worden ist, wenn der Wagen irgendwo aus der Hand gegeben wurde. Ich möchte mal demonstrieren, wie die Alarmanlage euer Fahrzeug schon präventiv schützt. Wenn ich jetzt an dem Fahrzeug hier rumrandaliere, macht die Alarmanlage schon eine Vorwarnung, ein One-Away-Trigger. One-Away-Trigger heißt, hau ab, du hast hier nicht zu suchen. Und parallel dazu bekomme ich auch die Benachrichtigung auf dem Pager, dass hier eine Vorwarnung ist. Das heißt, wenn der Dieb jetzt kommt, guckt in das Auto rein, ist da irgendwas Cooles dran, braucht das Auto gar nicht anzugrabbeln, ich brauche es nicht zu berühren. Das Radarmodul erfasst schon die Näherung. Reagiert nicht auf Katzen oder auf Sonstiges, sondern wirklich nur auf meinen Wasseranteil, den ich im Körper habe. Wenn ich jetzt zu dicht rangehe, guck rein, ist irgendwas Cooles drin, dann erfasst das Radarmodul das schon. Wenn ich diese Vorwarnung nicht generiert haben möchte, kann ich sowohl bei der CAN-Bus-Alarmanlage als auch bei der großen Viper, die wir mit dem CAN-Bus-Interface reingebaut haben, kann ich hier das Multilevel-Arming aktivieren, drücke hier dreimal auf die Taste. Das geht bei der CAN-Bus-Alarmanlage auch, Multilevel-Arming, also dass wir die Alarmzone jetzt für die Vorwarnung wegschalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingucke oder zu dicht am Fahrzeug bin, bekomme ich lediglich die Benachrichtigung auf meinen Pager. Über das CAN-Bus-Interface wird das Zündschloss, die Motorhaube, Kofferraumdeckel und die Türkontakte mit überwacht. Wenn ich jetzt mit dem sogenannten Polenschlüssel komme und glaube, ich kann hier die werkseitige Alarmanlage entschärfen. Interessiert die Viper-Alarmanlage überhaupt nicht, zeige auch mal, was jetzt passiert. So, wie ihr sehen könnt, habt ihr hier eine Benachrichtigung schon bekommen, dass hier eine Zone geöffnet worden ist. Und auch ganz wichtig natürlich, dass wir diese Alarmanlage nicht über den werkseitigen Schlüsselansender entschärfen können. Richtig praktisch von der Handhabung ist die Bierlock-Getriebesperre. Kleine Rotationsbewegung, wenn ich einen Rückwärtsgang drin habe. Und wenn die Getriebesperre eingelegt ist, dann kann ich den, wenn der Rückwärtsgang drin ist, nicht mehr rausbekommen. So, und ohne den Schlüssel fährt man mit diesem Fahrzeug jetzt nur noch rückwärts. Verbaut haben wir von Viper die 3606, eine analoge Alarmanlage. Und damit wir so ein Alarmsystem rückstandsfrei in diesem Fahrzeug einbauen können, ganz wichtig für Leasing- und Firmenfahrzeuge, haben wir eine sogenannte CAN-Bus-Schnittstelle eingebaut, in diesem Fall eine CAC-Schnittstelle. Vorteil von der Schnittstelle, wenn ihr das Fahrzeug irgendwann verkauft, kauft euch ein anderes Fahrzeug, dann brauchen wir lediglich ein neues Protokoll aufzuspielen fürs neue Fahrzeug, nehmen die Alarmanlage rückstandsfrei wieder raus und bauen sie ins nächste Auto ein. Das macht wirklich Sinn. Zusätzlich zur CAN-Bus-Schnittstelle haben wir noch den Pager, den 7756V hier eingebaut. Von Empire das Lock 200 GPS GSM Ortungssystem. Vorteil von dem Ortungssystem, lediglich einmal eine Prepaid-Karte reinstecken, 10 Euro aufladen, dann habt ihr das ganze Jahr lang Verbindung zu eurem VW-Bus, könnt maximal 3 Rufnummern abspeichern. Wenn der Dieb jetzt versucht, das Fahrzeug zu starten, simuliere das mal, springt der Wagen überhaupt gar nicht an. Parallel dazu bekomme ich die Benachrichtigung hier einmal auf dem Pager. So, Key On, können wir hier sehr schön sehen. Und parallel dazu bekomme ich über das Empire GPS GSM Ordnungssystem einmal den Anruf von der Alarmanlage, dass hier ein Alarm ausgelöst worden ist. Parallel dazu bekomme ich auch noch einen Link, wo ich sehen kann, wo sich mein Fahrzeug aktuell gerade befindet. An Sensoren hier verbaut haben wir unsichtbaren 2-Zonen-Mikrowellensensor, ein sogenanntes Radarmodul, ein Glasbruchsensor für den Schutz der Scheiben, ein Neigungssensor zum Schutz gegen Abschleppen und Felgendiebstahl. Damit dieses System auch ohne Strom weiterläuft, haben wir ein Notstromaggregat eingebaut, ein 520T. Das hat zusätzlich eine Sabotage-Elektronik. Wenn hier das Auto stromlos gemacht wird, gibt es auch sofort einen Vollalarm und Backup. Wie im Backup-System erhält dieser Akku die Alarmanlage und das GPS-Modul weiter am Leben. Damit man sehen kann, dass hier eine nachträglich installierte Alarmanlage eingebaut ist, haben wir hier vorne den Blinkindikator eingebaut und hier oben an der Scheibe die Antenne
von der Alarmanlage. Ja, wie lange dauert es, so ein System zu installieren? Wenn wir mit zwei Monteuren an dem Fahrzeug sind und die Alarmanlage für euch fertig konfektioniert ist und vorbereitet ist, wartet ihr auf das Fahrzeug zwischen 3 und 5 Stunden, je nach Ausstattung der Alarmanlage. Bekommt bei uns einen kostenlosen Leihwagen. Wir machen täglich solche VW-Busse und wenn euch das wirklich interessiert, kommt einfach mal hierher und guckt euch das Ganze an. Separaten Handsender, 2 Stück, einer im Lieferumfang, ein Einwege-Handsender und zusätzlich anlernbar sind 4 Handsender an der Alarmanlage, also gesamt 4 Stück. Und hier haben wir den Pager. Der Pager hat den Vorteil, eine sehr hohe Reichweite und ist wieder aufladbar und setzt euch in Kenntnis, wenn irgendwas an dem Fahrzeug faul ist. Ganz sicher habe ich in meinem Video irgendwas vergessen. Ruf mich an 0172 4090295. Schickt mir eine Mail auf die info@kaistueben.com. Schreibt unten was bei YouTube in die Beiträge rein oder besucht uns hier in Hamburg und guckt euch an, wie wir diese Fahrzeuge täglich absichern. Vielen Dank, euer Kai.